In diesem Video wollen wir noch einmal den Blick nach Berlin richten, wo sich anlässlich der Fußball-Europameisterschaft vor wenigen Tagen Polen und Österreich im Olympiastadion duellierten. Begleitet wurde das Spiel sowie Fanfest außerhalb der Stadiontore jedoch von Auseinandersetzungen und harten Maßnahmen der Polizei. Bereits vor der Partie gab es seitens der Beamten massive Kontrollen an den deutsch-polnischen Grenzen, insbesondere in Frankfurt/Oder. Mehrere Videos zeigten dann beim Fanfest der Polen in Berlin einzelne Übergriffe von Staatsdienern auf polnische Anhänger, wobei diese teils erst brutal auf den Boden gedrängt wurden, um dort dann festgenommen zu werden. Dabei erlitten viele Fans Platzwunden. Wie die Zeitung Bild berichtete, kam es dann circa eine Stunde nach Abpfiff der Partie am Einlass zur Fanzone am Brandenburger Tor in Berlin zu weiteren Ausschreitungen. An der Einlassstelle Ebert-Behrenstraße gerieten zunächst vorwiegend polnische Fans und der Ordnungsdienst aneinander. Die Situation drohte zu eskalieren. Zahlreiche Polizeifahrzeuge standen jedoch vor Ort, sodass Beamte zügig eingriffen. Die Polizisten mussten Pfefferspray und Mehrzweckstöcke einsetzen, um Herr der Lage zu werden. Dabei wurden sowohl Einsatzkräfte als auch Fans verletzt. Einige mussten medizinisch versorgt werden. Es gab mindestens 10 Festnahmen und die Kontrollstelle zur Fanzone musste darauf vorübergehend erst einmal geschlossen werden. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.